Brotherhood of the Eternal Light. Ausbildung in den westlichen Mysterien. Videoreihe Die Sephiroth am Baum des Lebens. Teil 4. Chesed. Dieses Video ist Teil unseres kostenlosen Online-Kurses über Kabbalah und westliche Mysterien. Nutze den Link in der Beschreibung des Videos, um zu den Kursen zu gelangen. Nach Binah, der dritten Sephira, emaniert Chesed, die vierte Sephira. Chesed bedeutet Gnade, Güte oder Liebe. Denn Chesed ist das mildtätige, wachstumsspendende und aufbauende Prinzip. Chesed ist die wohlwollende Gesetzgebung, die eine rechtschaffende Ordnung ermöglicht. Nachdem in Binah drei Punkte zu einer ersten Form verbunden wurden, entsteht in Chesed mit dem vierten Punkt eine Ausdehnung der Form in den Raum. So verkörpert Chesed eine Form, in welcher die höheren ethischen Prinzipien einen Rahmen finden, um sich zu entfalten, zu wachsen und zu gedeihen. Der Gottesname von Chesed lautet El. Dies bedeutet Gott. Es kann auch Mächtiger oder Machthaber heißen. Der Erzengel von Chesed ist Zadkiel, das bedeutet Rechtschaffenheit Gottes. Der Engelschor von Chesed sind die Chashmalim, glitzernde oder leuchtende. Einige Symbole von Chesed sind der Tetraeder, das Zepter und der Reichsapfel. Sie alle sind mit der Idee einer rechtschaffenen Ordnung verbunden. So wird dieses Prinzip durch einen majestätischen König auf seinem Thron dargestellt. Chesed wird der Planet Jupiter zugeordnet. Jupiter steht für unsere Wertvorstellungen und das daraus abgeleitete Weltbild. Im menschlichen Körper wird Chesed der linke Arm zugeordnet. Im makrokosmischen Lebensbaum wird Chesed der höheren Mentalebene zugeordnet und steht für die positive Ethik, Gebote, du sollst. Wir ordnen Chesed die Vierer der kleinen Arkana zu. Sie stehen für eine etablierte Ordnung. Die Tugenden von Chesed sind Loyalität, Gehorsam, Treue, Rechtschaffenheit, Moral und Güte. Die Laster von Chesed sind Opportunismus, Heuchelei, Engstirnigkeit, Vertrauensseligkeit, Hörigkeit, Schwäche und Wehrlosigkeit. Die spirituelle Erfahrung von Chesed ist die Vision der Liebe. Diese Erfahrung ist zum einen das Empfinden bedingungsloser, unbegrenzter und allumfassender Liebe für alle Lebewesen. Und zum anderen die Erfahrung und das Empfinden bedingungsloser und grenzenloser göttlicher Zuneigung, die einem unbegrenzten Quell göttlicher Liebe entstammt. Die Farbe von Chesed ist Königsblau. Die Farbe des Halbedelsteins Lapislazuli wurde mit großem Wohlstand assoziiert. Nach Cordovero ist die Farbe Chesed weiß oder Silber und symbolisiert das wässrige, formgebende Prinzip. Wenn dir unsere Videos zu den Sephiroth am Baum des Lebens gefallen, like sie. Abonniere unseren Kanal und entdecke mehr zum Thema Kabbalah und westliche Mysterien. Willst du wissen, was Gevurah bedeutet und welche Symbolik sich hinter der fünften Sephira verbirgt? Dann
Sieh dir das nächste Video dieser Reihe an.